Hallo und herzlich willkommen zur 189. Folge von Space Engineers hier in der vierten Staffel auf Microhazard TV. Ich bin Sir Eisbergen und begrüße euch heute zusammen mit Nils. Hallo. Denn Heiko ist aus irgendwelchen Gründen noch immer verschollen. Keine Ahnung, wo er ist. Ich weiß es nicht. Muss ich unbedingt wissen, ich will ja kein Stalker werden hier. So. Ich werde jetzt erstmal das hier Döns da draußen abbauen, was ich da hier dran hängen habe. Toll. Muss die Sonne jetzt echt auf der anderen Seite sein? Irgendwo muss er ja. Immer da, wo man sie nicht braucht, ne? Aber die kommt ja bald rum. Alles andere als Strom, nur mein Teil hier nicht. Ups, jetzt fällt mir ein Verbinder runter. Hier bleiben, hier bleiben. Kriegen. Ah, geil. Weggeflext, bevor er den Boden erreicht hat. So muss laufen. Das war ja ein kompletter noch, der war ja nicht abgebaut, also nicht nur Gerüst, der war ja komplett. Ja, krieg ich mal alles rein im Inventar, ja. So, abgebaut. So, ja, Voyager wartet wieder. Könnt natürlich auch am Modell arbeiten, jetzt einfach mal die Gondel daran arbeiten, ne? Damit ich schon weiß, wie ich das noch weiter machen will. Eis, du hast dich gerade aus Versehen gemutet. Oh. Komm schon. Das ist, weil ich das jetzt hier neben der 1 auf diesen Gradzeilpfeil nach oben Ding da habe. Und dann tue ich mein Welder, mein Schweißgerät auswählen, dann komme ich schon mal aus, weil ich die Taste mit drauf. Das ist nicht das erste Mal, dass das passiert. So, gut. Das Schöne ist, die Leute haben mich trotzdem gehört, nur du mich nicht. Ja, deswegen habe ich keine Ahnung, was du erzählt hast. Weiß nicht, wie lange ich gemutet war. Letzten 30 Sekunden dann? Oder nee, nicht ganz. 20? Auf jeden Fall habe ich mich gefragt, also darüber spekuliert, ob ich jetzt die Voyager an sich weiterbaue oder ob ich am Modell einfach mal hinten die Gondeln ranbaue. Aber ich glaube, ich arbeite erstmal an der Voyager weiter. Ich glaube, die Gondel mache ich im Offscreen. Also am Modell. Das ist mir lieber. Da habe ich mehr Ruhe und mehr Konzentration da drin. Weil da muss ich mir wieder Bilder rausholen und Bilder aufmachen, wie die nochmal aussahen. Und Nein. Hallo Voyager. Wie geht's denn so? Den ganzen Boden schon zugemacht, ey. Meine Fresse. Das ist ein Hoshi hier, sag ich dir. Oh Mann, welche Draht hatte ich denn? Welches Rad? Ja, war zu blöd dafür. Also du brauchst die Radaufhängung, ne? Ja, schon klar. Und dann würde ich das 3x3 Rad nehmen wahrscheinlich. Bin gerade irgendwie zu blöd dafür. Das 1x1 ist zu klein, das 5x5 ist ein bisschen sehr groß. So. Du hättest aber auch einfach so erstmal bauen können, ne? Lässt sich auch so regeln, dass man das denn zur Not kann man auch, auf die kamen irgendwie noch nicht so richtig, kann man auch einen kleinen Reaktor einfach einbauen, um da kurz Energie drauf zu haben. Ja, aber mit den Solarpanelen sind wir umweltfreundlich. Ja, das stimmt, aber. Und das reicht ja. Ja, nur wenn die Sonne gerade noch nicht da ist oder es ein bisschen schwierig ist. Ja, kannst du kurz eine Sekunde warten. Kann man direkt mit dem Fahrwerk einfach anfangen, direkt mit dem Fahrwerk einfach bauen und fertig ist. So, was hatten wir gesagt? 4er Breite haben wir, ne? Maximum, ja. So. Mit ein bisschen Luft, würde ich jetzt sagen. Also vom kleinen Grid gesehen will ich jetzt nicht 20, sondern höchstens 18 sagen. 18 ist immer noch eine Menge. Ja, aber. Ich brauche sowieso erstmal das Fahrzeug. Das ist lustig, dass Heiko jetzt schon seine Drohnen baut, obwohl er sein Schiff noch nicht mal fertig hat.
Ich meine, es sind immer noch Triebwerke, die nicht fertig sind, ne? Ich meine, gut, ich bin jetzt der Letzte, der sagt, er muss die Triebwerke fertig machen, aber. Deswegen vor allem die Menge an Triebwerken. Ja, deswegen. Kein schöner Mondbuggy. Ist ja auch nicht für den Mond, ist ja für den Alien-Planet, ist ein Alien-Buggy. Ja, deswegen. Ich habe auch keine Ahnung, wie die Planetenstruktur da ist, ne? Von der Oberfläche her. Ich war noch nie auf dem Alien, ich war noch nie auf dem Alien-Planet. Jo, schön. Bauen Fahrzeug und am Ende können wir es da gar nicht fahren. Wir sollten uns ja schon eine Abwurfzone aussuchen, wo wir hoffen, dass wir fahren können. Also. Och, verdammt, warum mussten die Dinger sein? Warum mussten die Räder sein? Das ist auch mal so eine Sache, ja. Radaufhängung. Warte, ich muss selber gerade gucken, wie das war. Breite Seite muss, glaube ich, nach oben. Hab ich so genau, das, was so aussieht wie eine Hydraulik, so ein bisschen, das muss nach oben, ja. Und diese zwei Streben quasi, diese gebogen sind, die müssen da unten. Quasi der Stoßdämpfer so nach dem Motto. So. Dann mache ich jetzt nämlich erstmal den Rumpf hier, nämlich erstmal weiter alles und gehe dann später dann nämlich in Richtung, dass ich sage, okay, dann die Gondeln. Ein bisschen nach außen ran dann quasi. Sieht lustig auch mit der Beleuchtung hier drin. Ist das wesentlich ganz dunkel da drin mit dem Scheinwerfer da drin. Dass du einfach Licht einbaust und einen Reaktor reinsetzt. Es ist aber ein großes Grid-Reaktor. Yes. Ja, egal. Deswegen geht doch auch so. Das Ding brauchen wir eh nicht groß, den Mops. Ich darf nur nicht vergessen, dass er irgendwann hier auch wieder raus ist, bevor ich das Ding komplett zumache. Wieso? Du brauchst davon eh eine Luke ein. Vorne? Nein. Vorne der Kapitänsgondel da? Ach so, da, ja, gut, ja. Ja, ist aber nicht direkt eine Luke, das ist. Ja, aber trotzdem müsste er da herauspassen. Ja, aber das, da ist aktuell aber zu. Ja, dein Problem. Ja. Wieder öffnen später noch, deswegen aber so, okay, machen wir jetzt mal hier oben ein Stück weiter und erstmal wieder gucken schauen. So, Stahlplatten. Also da muss ich erstmal zum Modell. Ich frage mich, wann hier irgendwann mal wieder irgendein anderer Mitspieler auftaucht. So. Ich glaube, die tauchen nicht mehr auf. Naja, aber auch so die sonst bei uns so in der Fraktion noch mit drin sind, so Kevin zum Beispiel. Schade. Ich glaube, ich weiß, was ich baue. Nein, die hat gebildet. So, glaubst du, weißt, was du baust? Okay. Ja. 1, 2, 3, 4. Zweier Doppelschräge und dann 1, 2, 3, 4. Dann 2, dann 1, 2, 3, 4, 5. Das war jetzt nicht so gut. Also, 4. 4, 2, 5, 2. 4, 4, 2, 5, 2. Okay. 4, 4, 2, 5, 2. Oh, hat keiner gesehen. Nee. Alles gesehen. Nee, hast du nicht.
Spiel verarscht mich jetzt hier nicht. Okay, wirkt das falsch rum. Ja doch, das muss doch andersrum. Ich muss nach unten. Ah. Sind doch falsch rum rangesetzt. Ja. Das, was ich Okay. dachte, was nach oben muss, muss doch nach unten. Willst du die Räder an der Seite ransetzen hier? Ja. Dann wirst du mehr Platz brauchen, da kriegst du kein Rad platziert. Stimmt, Das der wird. spawnt da kein Rad, weil das falsch ist, weil das wenig Platz hat. Stimmt, weil das unten drunter ist. Ja. Ich würde auch empfehlen, wenn wir mehr Bodenfreiheit haben, dass wie so eine Art, wie so eine Füße, also dass der Rahmen schon ein bisschen runter geht ein Stück und dann erst die Räder kommen. Dann haben wir mehr Bodenfreiheit. Dann kannst du besser über unebene Sachen rüberfahren. Ja, aber denk dran, dass wir in der Mitte einen Verbinder brauchen. Brauchen wir? Oder wir nehmen den Verbinder. Der kann ja auch hinten dran sein. Naja, oder oben. Oder an der Seite oder weiß ich wo. Er muss nicht unten sein. Ich hätte ihn jetzt nach oben dann gesetzt. Boah, geht auch auf jeden Fall. Dass der oben drauf sitzt dann. Oh. Gut, dann bauen wir mal wieder ab, ne? Weil bauen wir nicht ab. Bauen wir um. Breite 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 auf beiden Seiten. Das zieht sich bis hier, bis zu dem Fünfer bei 3. Du meintest, du willst Bodenfreiheit. Das heißt, mehr oder weniger wie ein Stoßdämpfer, ne? Das kannst du anbringen. Ja, so ein bisschen mehr Abstand nach unten, ja, genau. Also bis hier zieht sich das. Ich habe hinten im Schiffsrumpf jetzt schon so viel Platz, wahrscheinlich. Obwohl, das macht man dann echt täuscht, weil jetzt wirkt das riesig. Wenn du aber überlegst, so ein Jump Drive ist ja auch schon wieder 3x3. Ja. Ist ja auch nicht gerade klein und Reaktor ist 3x3x3. Was hattest du gesagt, das Maximalbreite 18 Blöcke, ne? Ja. So, mit ein bisschen Toleranz sagen wir 16. Ich habe ja schon Toleranz eingerechnet. An sich wäre das Maximum 20. Ja, aber so, dass wir noch vorbeilaufen könnten. Naja, aber das ist ja nur die Größe, um aus dem Hangartor, um noch durchs Hangartor durchzupassen. Ja, ich gehe davon aus, dass wir gerade im Container stehen. Okay. Ding, Achso. also. Achso, der Container quasi, der kann jetzt 18 mal 18, also 18 sein in der Breite. So, nicht 18 mal Genau. 18, aber 18 in der Breite. Und jetzt willst du gucken, achso, wie breit du das Auto machen kannst noch Genau, das Auto zusätzlich. brauche ich. Ja, wie viele Blöcke braucht man zum Laufen? Drei, ne? Ja. Das heißt, dann müsste ich auf 15, ne? 12. 15. Achso, wenn du auf einer Seite laufen willst, dann ja. Ja, auf einer Seite. Ja, reicht ja auch. Das heißt, 4 sind Räder. Das heißt 8, das heißt 7 Blöcke in der Mitte. 1, 2, 3, 4. Ist ja schrecklich. Gut, das habe ich natürlich alle gehört. Ich habe jetzt aber nicht damit gerechnet, dass der Timer so ein Krach war. Ist er explodiert? Nee, aber er hat so dum 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 dum.
War jetzt schön zu hören. Alle wissen, dass die Folge zu Ende ist. Oh, das meinst du? Ja, das meine ich. Gut. Dann sehen wir uns wohl demzufolge morgen zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns sehr freuen. Verabschieden uns, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.